Michael Jackson, selbsternannter King of Pop, also König der Popmusik, beehrte gestern die Schweiz. Vor 35.000 Zuschauern zelebrierte er seine Show, die als eine der aufwendigsten der Musikgeschichte gilt. 30 Millionen Dollar sollen Bühne, Lichteffekte, Soundanlagen gekostet haben. Urs Schnell hat das Spektakel auf der Lausanne Pontes miterlebt. Bahnhof Lausanne, 4 Stunden vor dem Konzert. Claudia und Gregor aus Bern sind früh dran. Sie wollen gute Plätze ganz vorn. Ciao zusammen. Warum kommen ihr jetzt Jackson-Konzert? Ja, das hat schon in den 80er-Jahren angefangen. Thriller und Bad. Also bin ich am Fall dabei gewesen, und richtig ein Fan als Teenie. Und jetzt muss ich schauen, ob wir schon Grosseltern sind hier, Grossväter und Grossmammis, weil jetzt ist mehr so mal auschecken. Breakdancer statt Fußballer. Schon vor dem Konzert gehen die Wogen hoch. Der Tunesier Tarak Ben Ammar, persönlicher Manager von Michael Jackson, weiß, wie der King of Pop sich jetzt fühlt. Es ist, wie wenn er zur Arbeit ginge, unglaublich entspannt und gelöst. Und nach dem Konzert glaubt man, er habe nichts getan. Dann ist er da, der Meister. Genialer Tänzer und Showman für die einen, nervöser Zappelphilipp für die anderen. Jackson schont sich nicht. 2,5 Stunden lang drückt er auf das intergalaktische Gaspedal. Dann, kurz vor Mitternacht, der König entlässt sein Volk in die Lausanner Vollmondnacht. Claudia und Gregi, wie ist es gewesen? Also ich muss sagen, wieder mal positiv überrascht, es war wieder perfekt gewesen. Ist auch dreimal. Ja, es ist genial gewesen.